Nachdem es lange Zeit still um die Spiele aus dem Hause Amazon Game Studios war, wurde nun mit dem 20. Mai das Release-Datum des Team-Shooters Crucible bekannt, dem ersten großen Spiel aus dem Hause Amazon. Aber was genau ist dieses Crucible eigentlich? Wir waren bei den Entwicklern in Seattle vor Ort und haben uns genau angeschaut, was Crucible so besonders macht und ob es der erste große Erfolg des Studios sein kann. Crucible lässt sich ohne weiteres als Kreuzung aus Teamshootern wie Overwatch und MOBAs wie League of Legends bezeichnen. Dabei wagen die Entwickler im Bereich Shooter keine großen Experimente und setzen auf eine gelungene Mischung aus ordentlichem Gunplay, interessanten Heldenfähigkeiten und einem Talentsystem, dessen Einfluss spürbar, aber nicht übertrieben stark ist. Die MOBA-Komponente kommt dann durch die Karte und Umgebung zur Geltung, bei der es nicht unbedingt um das Auslöschen des gegnerischen Teams geht, sondern auch das Aufleveln und Freischalten der eigenen Talente, etwa durch das Abfarmen von tierischen Monstern auf der Map oder durch die Einnahme von strategischen Punkten. Aber natürlich gibt auch der Abschuss von Gegnern ordentlich Erfahrungspunkte zum Leveln des eigenen Teams. Was in anderen Spielen Helden, Champions oder Agents sind, stellen in Crucible die Hunter dar. Vom reinen Nahkämpfer über den klassischen Archetyp eines Soldaten bis zu abgefahrenen Robotern oder knuffigen Aliens ist für jeden Geschmack was dabei. Die aus anderen Shootern bekannte Aufteilung in Tank, Unterstützer und Schadensausteiler sucht ihr in Crucible übrigens vergeblich. Jeder Hunter bedient jede Rolle. Zum Launch wird es in Crucible lediglich eine Karte geben, die recht groß ist und unterschiedliche Areale bietet. Denn Crucible ist nicht auf schnelle und unkomplizierte Action ausgelegt, sondern will den Spielern etwas mehr Tiefgang bieten. Dazu gehört es auch, die verschiedenen Bereiche der Map zu kennen und taktisch klug einzusetzen. Insgesamt stehen in Crucible drei Spielmodi zur Verfügung. Neben einem einfachen Modus, in dem Punkte durch Kills oder andere Aktivitäten gesammelt werden müssen, gibt es noch einen abgewandelten Eroberungsmodus, in dem ihr spezielle Punkte einnehmen müsst, und natürlich einen Battle Royale Modus. In diesem tretet ihr in Zweierteams an und könnt euch, wenn euer Partner das Zeitliche gesegnet hat, auch mit anderen Solokämpfern zusammentun, was durchaus spannend werden kann. Crucible wird ein Free-to-Play-Shooter, der sich wie andere Spiele desselben Genres über den Verkauf von diversen Skins, Emotes, Voicelines und einem Battle Pass finanziert. Lootboxen wird es hingegen nicht geben. Zum Zeitpunkt unseres Besuches dachten die Entwickler zudem auch über eine mögliche Anbindung an das hauseigene Prime-Programm nach. Zum Launch wird aber nichts dergleichen integriert sein. Crucible hat alle Anlagen, um ein großer Erfolg zu werden. Neben einer eigenen Optik, gutem Spielgefühl und genügend Abwechslung darf man auch die Marke Amazon im Hintergrund nicht unterschätzen. Nur wenige Studios können auf solche Ressourcen zurückgreifen und damit entsprechend schnell auf Spielerwünsche reagieren. Wenn die Entwickler auf der Zielgeraden nichts mehr falsch machen, ist ihnen ein kleiner Erfolg sicher. Ob Crucible aber zum absoluten Überflieger wird, muss sich erst noch herausstellen. Was habt ihr für einen ersten Eindruck von Crucible? Werdet ihr dem Free-to-Play-Team-Shooter eine Chance geben? Oder haut euch das Gesehene nicht wirklich vom Hocker? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und lest unsere ausführliche Vorschau mit allen Details zu Spielmodi und Gameplay auf pcgames.de.